Ah, so geil. Ich meine, was ich jetzt gerade höre, ja, das ist Luna Seed, voll die Härte, der Typ, ja. Für mich einer der besten, die es gibt, ja, und so weiter, dann wird es weiter, aber ich will ja noch was anderes loswerden, unbedingt, ja. Heute ist ja Wahltag, ja. Also ich empfehle jedem nicht wählen zu gehen. Warum? Sehr einfach. Man macht sich schuldig. Ja? Man unterstützt dieses verdammte Scheißsystem, in dem wir leben. Ja? Demokratie. Ja? Ich muss echt fragen, was soll denn das bitte sein? Es gibt keine Demokratie auf dieser Welt. Und hat es auch noch nie gegeben. Noch nicht mal bei den Erfindern, den Griechen, ja? Hatte Demokratie. Ja? Demokratie ist ja eine schöne Sache, ja, finde ich, wenn sie funktionieren würde oder wenn es eine geben würde. Ja. Aber noch nicht mal bei den Schweizern ist das der Fall. Und die haben da wesentlich mehr Volksabstimmungen als woanders. Ja. Ja. Also ich kann nur sagen, was da heute rauskommt, bin ich gespannt. Ja, ich denke mal, die AfD wird viel Zulauf haben, worüber sich alle beklagen. Ja, und da frage ich mich, warum? Ja, die sich da beklagen, sollen sie doch eine bessere Politik machen? Dann würde es sowas wie die AfD erstens ja nicht geben, ja, weil man die dann nicht braucht. Aber mittlerweile ist es ja so pervers, ja, wie in der Weimarer Republik, ja, in den 20er Jahren, ja, mich erinnert das alles ein bisschen daran, ja, dass wir Gefahr laufen, in einer Diktatur zu landen, ja, die uns allen nicht gefallen kann, ja, keinem, ja. Erst recht nicht so eben Typen wie mich, ja. Mir fällt sowas sowieso nicht. Ja, kann mir auch nicht gefallen, weil ich bin für Menschenrechte und zwar auf der ganzen Welt und nicht nur in Deutschland oder in Europa, sondern wenn denn bitte, muss das für alle Menschen gelten und nicht nur für ein paar. Ja, das geht bei mir nicht. Ja, also und wird auch nie der Fall sein. Ja? Also ich rate nochmal jedem ab, wählen zu gehen, weil wenn er wählt, wählt er das System, in dem wir leben. Ja? Und ist automatisch in meinen Augen mitschuldig an der ganzen Misere, die wir haben. Ja? Also ich bin mal gespannt nachher. Ich werde das verfolgen. Wie schlimm das jetzt kommt, ja, in den drei Bundesländern, wo heute Wahltag ist, ja. Ich denke mal, wird nicht gerade lustig, ja. Für mich eh nicht, weil ich bin ja, wie soll ich sagen, ja, ich bin Feind von allem, ja, wie soll ich das ausdrücken? Ich weiß nicht, wie ich das. Ich kann nur eins sagen. Wenn es nach mir gehen würde, dann hätte jeder Mensch auf diesem Planeten was zu essen. Jeder Mensch wäre mit sich und der Welt zufrieden. Ja? Aber so wie das zurzeit abgeht, ja, auf diesem Planeten, ob das jetzt Obama ist oder Putin ist, ja, oder der Kamerun oder der aus Frankreich da, ja, das interessiert mich ein Scheißdreck. Ja, die sind alle irre und bauen nur Scheiße. Ja, ja, verdummen die Leute. Ja, ich sage ja, es gibt viel zu viele, die daran glauben, dass sie was bewirken könnten mit ihrer, mit ihrem, mit ihrem verdammten Wahlschein. Ja, ihr bewirkt genau das Falsche. Das sag ich jetzt. Ja, und dabei bleibe ich auch. Da ändere ich meine Meinung nicht. Ja? Außerdem bin ich auch dafür bekannt. Also so schnell ändere ich meine Meinung nicht. Ja? Wenn, dann muss man mich überzeugen.
Ja? Und das können die auf keinen Fall. Ja? Die können mich nicht überzeugen davon, dass die mal Judith für die Menschheit tun. Ja? Das tun die eben nicht. Das sieht man ja. Ja? 60 Millionen Flüchtlinge auf dieser Welt. Ja? Das kann nicht sein. Ja? Ich kann dazu Folgendes noch sagen. Ich würde anraten, ja, dafür Sorge zu tragen, dass es keine 60 Millionen Flüchtlinge gibt. Ja, indem man wirtschaftliche Verhältnisse auf der Erde schafft, ja, die für alle gerecht sind. Ja. Ich weiß, es ist schwer, aber es wäre machbar. Okay, das ist ein schöner Schlusssatz. Schlusssatz. Oh, Entschuldigung. Mein Gott, nee. Ah. Na gut, ich habe jedenfalls gute Laune. Ich höre gerade Lunazid und das gefällt mir sehr. Okay, ciao.